Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch den russischen Überfall auf die Ukraine angesprochen. Niemand solle sich vor seinem Nachbarn fürchten müssen. Ein ganz zentrales Prinzip für den Frieden in der Welt, für das man sich intensiv einsetze, sagte Scholz am Dienstag bei einem Treffen mit Xi am Rande des G20-Gipfels in Rio de Janeiro. Man müsse über die schwierigen Themen sprechen, wie etwa den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch die Entwicklung im Nahen Osten, fügte Scholz hinzu. Auch der Einsatz nordkoreanischer Soldaten in Russland und die Berichte über chinesische Drohnenlieferungen an Moskau wollte der Kanzler ansprechen. Zu den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen sagte Scholz, es sei wichtig, dass Unternehmen die gleichen Bedingungen hätten. Dies sei ganz zentral für die Arbeit in der Zukunft.